Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Was? ja, genau. Das wollen wir jetzt machen. Mal gucken, was wir das hinkriegen. Ah, das klappt. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hier rüberspringen. Bevor der Ozean gesprengt wurde, war Port Blunder eine kleine Piratenstadtinsel. Vom Meeresgrund aus betrachtet, ist sie ein hoher Turm, der erklommen werden will. Meine ganze Piratenstadt? Finde ich super. Wieso stehst du so auf Piraten? Sie sind so frei. Sie segeln mit ihren Schiffen von Hafen zu Hafen, müssen sich vor niemandem rechtfertigen und streben einfach nach Reichtum und berüchtigt sein. Machen wir das nicht auch? Nur im All? Raumpiraten. Okay, da muss ich auf jeden Fall erstmal noch checken, wie ich da hinkomme. Hier rüber vielleicht. Okay. Ja, das wird doch noch ein paar Anläufe brauchen. Da könnte es hochgehen. Wie sieht denn die Karte aus? War nicht so wirklich gut. Ja, irgendwie muss ich da. Warte mal, hier ist, glaube ich, was, wo ich hoch könnte. Ah ja, okay. Alles klar. Das könnte es sein. Das heißt, ich muss hier jetzt erstmal geradeaus. Darunter, darunter. Aber dann ist halt auch schon wieder Ende Gelände, ne? Ja, die werden echt nervig, die Rätsel, muss ich zugeben. Die werden leider echt nervig. Also ich muss auf der Plattform bleiben und dann da irgendwo hoch. Allerdings ist hier halt echt nichts. Außer eine Menge Jump'n'Run. Tschüss, Geld. Ich guck's mir von der Seite mal nochmal an. Ja, das ist halt viel zu weit zum Springen. Aber ich muss auf jeden Fall da drauf. Was ziemlich unmöglich ist. Oder ist hier noch irgendwas? Wieso kommt nicht so viele Vieh? Ich will mich einfach mal in Ruhe umgucken und das hier jetzt mal hinkriegen. Ein Feind. Ah, mit dir. Ich dachte, die hätte ich mitgenommen. Ich habe die nämlich, glaube ich, auch abgehakt, ne? So habe ich wahrscheinlich, aber die... Getötet, die mir im Weg standen. Ich habe meine Scheren mit den Eingeweiden meiner toten Feinde geschmückt. Mein neu erlangtes Bewusstsein dürstete nach Eroberung. Da muss ich hin. Nach dem Wissen, dass andere mich, Chella, die Unbändige, fürchten. Doch dann stieß ich auf einen neuen Gegner, den ich nicht mit Scheren erobern konnte. Ihr Name war Merus die Barmherzige. Ja. Die wunderschönste Krabbe, die meine Augen je erblickten. Und ich verliebte mich in sie.
Wahrscheinlich, weil es eine neue Session ist. Okay. Ja, ich befürchte, in der Folge kriege ich nicht allzu viel hin. Weil ich gern das jetzt auf jeden Fall weghaben will, weil es, ja, wie gesagt, dann ist es erledigt und ich muss mich da nicht mehr mit rumärgern. Ich kann mich hier halt auch echt nicht bewegen, großartig. Bringt es denn was, hier hinten rumzugehen? Ja. Ah, ich muss die Reihenfolge einhalten. Mhm. Oh, Würfel. Da ist der erste, okay. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Ein Schrapnellgeschenk. Danke. Ja, zum Glück wird dann der Time wieder einigermaßen zurückgesetzt. Aber gut. Ich weiß nicht, habe ich irgendwo schon mal mehr als zwei Versuche gebraucht? Es wird nicht zurückgesetzt. Okay. Gut. Aber gut, jetzt dann weiß ich jetzt einmal Bescheid. Das könnte mich ja wieder zurückbringen, ne? Ich gucke mir erstmal den Würfel hier an. So, aber dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Also, gib mir Sachen, die viel wert sind. Ein Blomp. Okay. Na, das reicht also nicht. Okay. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, Kollege. Gut. Aber gut, dann weiß ich es Bescheid. Erstmal das da hinten holen. So, euch dann alle ignorieren. Wieso habe ich das beim letzten Mal nicht gesehen, dass das Ding hier entsprechend schon leuchtet. Oder grün leuchtet. Naja, wahrscheinlich habe ich eher geguckt, dass ich hier hinten irgendwie rumkomme. Deswegen habe ich da nicht so drauf geachtet. So, oh, man sieht sogar das Schloss von hier aus. Das ist schön. Nettes Detail. Hoffentlich muss ich keine Punkte. Zeit für das Rätsel ist tot. Jetzt gleich. Und der Übeltäter? Tja, es war der Neun. So. Was bringst du denn so? Kann man sich auf jeden Fall ja mal anschauen. Sehr schön. Dann wechseln wir das auch mal aus. Hier räumen wir nochmal auf. Das haben wir Gelegenheit nochmal schnell verkaufen können. Ich werde leveln und dann komme ich wieder. Naja. So, das hat sich doch mal gelohnt. Alles klar, dann gibt es bei der nächsten Runde auch ordentlich Geld, hoffe ich mal. Gut, dann als nächstes auf der virtuellen Karte abhaken oder digitalen Karte. So, sonst ist hier tatsächlich nichts mehr. Dann können wir uns wieder um die Hauptmission weiter kümmern. Schön. Hui.
Ach stimmt. Und den Level-Up noch mitnehmen. So, wo waren wir denn? Da waren wir. Und... Ah! Ausgelevelt. Gibt's keine Errungenschaft dafür. Mann. Okay. Blitzschlag! Das auf jeden Fall. Dumm gelaufen. Genau so wollten sie sterben. Ich bin gerade so unglaublich raus, merke ich. Der Tod ist das einzige. Aber Klassiker, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Muss mich wieder komplett einfinden. Gerade was Zielen angeht. Naja, wir haben Zeit. Komm. Hey, Diddle-Doo-Doo, Piraten. Ja, ja. So soll das also laufen, wie? Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Das hat sich gelohnt, sehr schön. Gut. Ja, es hat doch schon mal wunderbar geklappt. Okay, wir müssen aber da hoch. Ich lass die Bobbel, das soll ich mal Bobbel sein, noch machen sie ja nichts. Ah, okay. Also hätten wir so oder so hier mal hochgemusst. Na, Polly? Wie sieht's aus? Mhm. Ah, das ist wohl noch nicht aktiviert. Okay. Ah, Portplünder. Man kann das Liebestum riechen. Zumindest mit fleischigen Nasenlöchern. Der Rest meiner Mannschaft muss hier irgendwo sein. Mhm. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Wir nehmen alle Männer. Wir nehmen alle Männer. Wir dieser Gutmensch ist so gut wie tot. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich knochenhart. Na, mal gucken. So, du bist jetzt wieder etwas rasend. Alles klar. Aus dem Jenseits. Gut, haben wir dich gleich. Sehr schön. Das kapier ich nicht. Ich sterbe. Nochmal? Ah, das Swappy. Ah, wieder Hitboxen, die Blödsinn sind. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Ich werde dein Gehirn fressen. Okay. Sollen wir auf eine
schon, wie viel wir von euch dann jetzt einsammeln müssen. Aber schön singt er auf jeden Fall. Für uns segelt über die offene Luft mit dem großen Piraten LeChance im neuen Luftschiff Windbrecher. Jeder ist willkommen. Ich habe mich auf die Seite von Bones Threewoods Mannschaft geschlagen. Bones Threewood? Dank ihm sehen der Schiffsjunge und ich so aus. Wir schließen uns euch nicht an. LeChance ist jetzt unser Kapitän. Also verpisst euch hier. Schiffsjunge, sing weiter. Hey, ein Pirat, der ist. Sie haben sich mit LeChance zusammengetan? Meuternde Seebären! Mannschaft, reizt sie zum Kampf! Piratenregel 81d. Bringt jemand deinen Ballon zum Platzen, ist er des Todes. Was? Du kannst tatsächlich nicht. Wen interessieren schon ein paar dumme Ballons? Hey, ein Pirat, welch finsterer Tag, wenn selbst die Piratenregeln ignoriert werden. Wir müssen richtig ihre Aufmerksamkeit erregen. Lass die Ballons der Windbrecher platzen! Wir nehmen alle Männer, ah, okay. Wir nehmen alle Männer, komm zu uns, Piraten. Nun sei die trockene Tiefe mit ihr. Ah, die haben ein ganzes Schiff gesprengt. Oh, da waren meine besten Kniehosen drauf. Neue Rekruten, zeigt gemeinen Flankenwackler, woraus eure Holzbeine gemacht sind. Hier kommt die Wand. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das dauerhaft weiter schießt da oben. Beziehungsweise, dass es überhaupt schießt. Aber könnte vielleicht sich für den Kampf jetzt als ganz praktisch erweisen. Viele, viele Tode jetzt. In der Folge. Neustart. Das auch. So, das ist ja noch... wieso schießt du auf mich? Schieß auf die Gegner. Und vor allen Dingen, wie triffst du? Okay. Einem alten Seebären bringst du keine neuen Tricks. Schiffsjunge, du bleibst hier. Ich erteile diesen feigen Steinküssern eine Lektion. Arr! Jetzt Mannschaft gegen Mannschaft. Sind meine auch da? Achso, ne, komm, wir hauen dich erstmal um. Das reicht, ich komme. Schön für dich. Du hast nicht um dein Leben gefleht. Wenigstens etwas. Elektrischer Tod. Das reicht, ihr pockenübersäten Halunken. Wir schließen uns wieder Threewoods Mannschaft an, bevor noch jemand ernsthaft verletzt wird. Ich habe meine Mannschaft wieder. Jetzt zu unserem Schiff. Sie ist das edelste Holzfräulein, das je über die Buttersäge geglitten ist. Polly, such das Wrack der jauchzenden Jungfer. Jungfer finden, Jungfer finden. Na ja, gut. Lassen wir liegen. Wir haben uns in den letzten Minuten echt gut kennengelernt. Hier ist also meine Leidensgeschichte, wie ich in die Tiefen dieses ehemaligen Ozeans gelangt bin. Ja, her mit der Piratengeschichte. Toll, ich klinge mich gerade kurz aus. Ich war der wildeste Piratenkapitän der Buttersee. Ich hatte ein gutes Schiff, eine treue Mannschaft und die wahre Liebe. Aber ich habe alles verloren. Das war's? Du hast den Fluch gar nicht erklärt. Oh, meine Piratengeschichte ist dir wohl nicht gut genug. Vergessen wir das einfach, du Landratte. Ha! Siehste, sie hat nichts. Sie vergisst immer, ihre Charakterstimme abzulegen, wenn sie verzweifelt nach anständigen Motiven sucht. Hm.
Ich bin echt gespannt, wer der Drachenlord ist. Das auch ein bekannter Charakter ist. Aus dem Universum. Mal schauen. Gut, aber damit wären wir dann mit der Folge erstmal fertig. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Achso, wahrscheinlich schon eins weiter, ne? Wie das hier aussieht, ja. Okay. Da müsste noch ein Würfel sein, sehe ich gerade. Dann schauen wir dann in der nächsten Folge mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.